Hallo, ihr seid gerade auf der Suche nach einer neuen Stereoanlage. Habt bestimmte Ansprüche an die Qualität, möchtet aber keine Unsummen an Geld ausgeben. Ich glaube, dann ist dieses Video heute genau das Richtige für euch. Hallo und schöne Grüße aus Hamburg. Willkommen bei Thomas Elektronik, euer Fachhändler für cool und angesagte HiFi, Heimkino und High-End-Produkte. Wer über HiFi-Bausteine nachdenkt, kommt an Marantz kaum vorbei. Denn dieser Hersteller prägt wie kaum ein anderer seit Jahrzehnten die HiFi-Landschaft. Grund genug, dass wir uns in diesem Video die aktuellen Einstiegsbausteine von Marantz ansehen. Hier und jetzt den CD-Player CD6007 und in diesem Video den passenden Vollverstärker PM6007. Was machen wir in diesem Video? Wir werfen einen Blick auf die Optik, die Anschlüsse, die Verarbeitungsqualität gucken wir uns natürlich an. Wir gucken mal, wie es mit den Laufgeräuschen des CD-Players bestellt ist. Wir schließen ihn an den passenden Verstärker PM6007 an, checken, mit welchen Lautsprechern er harmoniert, beurteilen die Klangqualität und werfen einen Blick ins Innenleben. Ich freue mich riesig. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Sehen wir uns mal die Optik an. Marantz hat ja jahrzehntelange HiFi-Tradition, schreibt auch mit verschiedenen Geräten HiFi-Geschichte und lehnt seine Optik ganz bewusst an die klassischen Marantz-Modelle an. Links und rechts seht ihr diese abgerundeten Seitenwangen. Das Mittelteil ist aus gebürstetem Aluminium und alles wirkt deutlich hochwertiger, als es einen Blick auf das Preisschild vermuten lässt. Dann schalte ich ihn mal ein. Wir sehen also in der Mitte wird Disk Reading angezeigt. Er wird gleich erkennen, dass keine Disk drin liegt, denn die legen wir im Anschluss nochmal rein. Und sehen dann also neben dem Ein-Ausschalter hier den Schalter zum Öffnen und Schließen des CD-Faches. Hier könnt ihr Tracks, Stücke vor und zurück skippen. Hier ist die USB-Schnittstelle, denn der CD6007 offenbart sich als Media Player. Das heißt, er kann auch von USB eben Medien abspielen. Dann die Umschaltung zwischen CD und USB-Betrieb. Auf der rechten Seite seht ihr dann die Laufwerksfunktion Play, Stopp, Pause und den Kopfhöreranschluss, der in der Lautstärke auch regelbar ist. Ja, dann will ich mal sehen, wie es denn um das CD-Laufwerk bestellt ist. Öffne einmal die Schublade, lege hier einmal eine CD ein. Was schon auffällt, dass die Schublade gedämpft und relativ leise läuft. Auch das Einlesen der CD ist kaum zu hören. Und hier seht ihr dann, bevor es losgeht, die Anzahl der Tracks und die Spielzeit wird angezeigt. Die Rückseite offenbart als Überraschung eigentlich, dass die Kinch-Ausgänge vergoldet sind. Hier sehen wir einmal die Analogausgänge für linken und rechten Kanal. Hier sehen wir den koaxialen Digitalausgang, den optischen Digitalausgang. Hier die Remote Control, das mit dem Lieferumfang der dazu passenden Kabel und der Funktion dazu erzähle ich euch gleich noch. Und auf der rechten Seite der Netzanschluss. Der Lieferumfang des Marantz CD6007 besteht einmal aus der Fernbedienung, die ich euch gleich nochmal im Detail zeige, Netzkabel, Batterien für die Fernbedienung. Dann ganz rechts seht ihr die Quick-Start-Anleitung und untypisch für diese Preistasse eine richtige vollständige Bedienungsanleitung auf CD. Dann das serienmäßig mitgelieferte Kinch-Kabel, was wir allerdings dann im Betrieb, das erzähle ich euch später nochmal, durch ein besseres ausgetauscht haben. Und diese Fernbedienungskabel, die sind dafür da, wenn eines eurer beiden Marantz-Geräte in einem Schrank bei geschlossener Tür läuft, zum Beispiel der CD-Player. Wird er über dieses Steuerkabel an den Verstärker angeschlossen und kann dann auch die Fernbedienungssignale empfangen, die ihr für den CD-Player an den Verstärker sendet. Das ist mal eine vernünftige Fernbedienung. Das ist dann auch gleich eine Systemfernbedienung. Das heißt, mit der bedient ihr nicht nur den CD-Player, sondern auch auf Wunsch einen passenden Verstärker, zum Beispiel den PM6007 und einen passenden Netzwerkplayer. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie das aufgebaut ist. Oben habt ihr dann die Ein-/Aus-Schalter für die einzelnen Geräte. Hier ist der Auswurf für die CD.
Hier wählen wir Eingänge am Verstärker. Hier sind wieder Laufwerksfunktionen für einen CD-Player integriert. Hier die Lautstärke für den Verstärker und einige andere Dinge. Hier sind dann die Steuertasten, um zum Beispiel in den Ordnern und der Struktur eines angeschlossenen USB-Sticks oder einer USB-Festplatte navigieren zu können. Eine klassische 10er-Tastatur zur direkten Titelanwahl und eben noch einige Zusatzfunktionen wie Dimming des Displays, Repeat, also Wiederholfunktion, Zufallswiedergabe oder die Möglichkeit, eine bestimmte CD-Abspielreihenfolge, eine Playlist programmieren zu können. Ja, ich fasse für euch nochmal die technischen Ausstattungsmerkmale des Marantz CD6007 in den Key Features zusammen. Das Gerät gibt also die klassische Audio-CD wieder, aber auch selbstgebrannte, das heißt einmal und wieder beschreibbare CDR, CDRW, im MP3-Format ebenso wie im WMA-Format. Marantz verwendet bei diesem Gerät kein billiges PC-Laufwerk, was alle Formate kann, aber eben auch sehr leise und sehr ungenau in der Abtastung, sondern sie haben auch in diesem Gerät ein Pure-CD-Laufwerk entwickelt, also ein reines CD-Laufwerk, was eben erheblich leiser läuft, viel genauer abtastet und einfach auch schneller in der Titelanwahl und vielen Dingen mehr ist. Über den USB-Anschluss hatten wir schon gesprochen. Dort steckt ihr also einen Stick oder eine Festplatte an mit Audiodateien. Ihr könnt auch Kopfhörer hören, ohne den Verstärker einschalten zu müssen. Der hat nämlich eine eigene Lautstärkeregelung, habe ich euch ja vorhin schon gezeigt. Man verwendet hier jetzt einen brandneuen DAC, das heißt, der Digital-Analog-Wandler unterstützt jetzt auch hochauflösende Musikdateien, DSD. Das ist besonders wichtig, wenn ihr eben auch hochwertige Musikdateien auf eurem Stick oder Festplatte gespeichert habt. Er besitzt zwei umschaltbare Digitalfilter-Charakteristiken. Kurz gesagt sind es zwei verschiedene Arten, wie das Digitalfilter im Digital-Analog-Wandler arbeitet. Und es verändert dann leicht den Klangcharakter. Einfach mal ausprobieren und umschalten. Wir haben eine verbesserte Stromversorgung im neuen CD6007 drin zur Verminderung von Rauschen. Wir haben in dem Gerät eine verbesserte Kanaltrennung im Vergleich zum Vorgänger bekommen durch unabhängige Spannungsregler. Er unterstützt eben am USB-Anschluss das WAV-Format, das FLAC-Format, ALAC, also Apple Lossless, das IFF-Format, DSD, wie eben schon gesagt, bis 192 kHz bzw. 6,5 MHz. Die Abmessungen des Gerätes sind klassische HiFi-Breite, 44 cm in der Breite, 10,5 in der Höhe und 34 in der Tiefe. Ja, jetzt war nun die Zeit zum Hören gekommen. Für mich immer ein Highlight, weil das wirklich rundherum Freude bereitet. Ich habe mir so ein paar CDs geschnappt. Ich habe hier einen Stick genommen, auf dem ich Musikstücke in DSD in FLAC drauf habe und habe mich da mal durchgehört. Der erste Eindruck war, unabhängig vom Lautsprecher, das klang schön warm, das klang schön weich. Mir fehlte allerdings so das letzte Maß an Präzision, an Knackigkeit, als ob so ein leichter Dunstschleier bei der Musik liegt. Ich habe dann als Quelle des Ganzen mal das Kinch-Kabel ausfindig gemacht, des CD-Players, und habe es bessere AudioQuest-Kinch-Kabel genommen und tatsächlich war der Dunstschleier wie weggeblasen und nun konnte ich stundenlang Musik genießen. Eine räumliche, offene und freie Wiedergabe, wobei mir der 6007er CD-Player im Vergleich zum Vorgänger auch noch mit einem Klangvorteil in Erinnerung bleibt. Das heißt, er klingt etwas offener und freier. Einfach traumhaft. Wir haben die Geräte natürlich bei uns im Geschäft stehen. Wir haben sie bei uns im Webshop thomaselektronik.de und wir freuen uns natürlich immer auf euren Besuch in Hamburg. Gleich schauen wir nochmal in das Innenleben des CD-Players rein. Bis dahin sage ich aber schon mal Tschüss. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auf ein Like, abonniert gerne unseren Kanal und klickt auf die Glocke, dann bekommt ihr immer
unsere neuesten Technikvideos. Also noch einmal hallo und tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Thomas Orlowski. Ja, dann werfen wir mal einen Blick ins Innenleben vom CD6007. Und ich glaube, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Da steckt richtig was drin. Hier seht ihr mal die einzelnen Baugruppen. Hier die komplette Spannungsversorgung, das Netzteil. Hier sehen wir die digitale Audioabteilung. Und hier findet auch Steuerung statt. Hier das Laufwerk und hier im äußeren Bereich den sehr aufwendig aufgebauten Digital-Analog-Wandler. Also für ein Gerät dieser Preisklasse außergewöhnlich üppig gemacht.